Hallo, mein Name ist Tor Alexander. Ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, wie sie ihr Vermögen schützen können und auch noch nebenbei eine gute Rendite bekommen können. Heute möchte ich der Frage nachgehen, was ist ein dezentrales Geld? Dezentrales Geld ist als erstes das Gegenteil von zentralem Geld. Zentrales Geld kennen wir. Das ist Geld, welches zentral ausgegeben wird von Zentralbanken. Deswegen heißen die auch so. Das dezentrale Geld kommt logischerweise nicht zentral gesteuert in die Welt, sondern dezentral. Das heißt, es gibt viele Emittenten, die keine Ahnung, wo die überall sitzen. Und die Geldpolitik beim dezentralen Geld ist von Anfang an klar und unveränderlich, da es niemanden gibt, keine einzelne Entität, die die Geldpolitik macht, sonst wäre es ja kein dezentrales Geld mehr. Eine gute Eigenschaft von dezentralem Geld, die mir sehr gut gefällt: Dezentrales Geld kann niemand für ungültig erklärt werden, weil einfach niemand darüber bestimmen kann. Und die meisten kennen Vertreter von dezentralem Geld. Schließlich heißt ja auch ein Buch von mir so: Dezentrales Geld. Die Frage heute: Welche Gelder aus der analogen Welt sind dezentral? Also jenseits von Bitcoin, Ethereum, was die meisten jetzt wahrscheinlich denken werden. Ja, es geht jetzt schon wieder über Kryptowährungen. Nein. Ich habe jetzt hier über ein dezentrales Geld gesprochen, was in der analogen Welt existiert, was man anfassen kann, was auch viele schon benutzt haben und mit dem auch viele schon in Berührung gekommen sind. Also schreibt es mir in die Kommentare hier bei YouTube oder sendet mir eine Nachricht auf Telegram. Was sind dezentrale Gelder? Nennt mir ein, zwei oder drei Beispiele. Ich freue mich auf eure Antworten. Bis zum nächsten Mal, euer Tor Alexander. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.